So, Guys, ihr seht schon, ne, die Belichtung stimmt nicht. Ich bin unterwegs, sehe vielleicht auch ein bisschen mitgenommen aus heute. Das liegt vor allen Dingen daran, dass ich überraschend unterwegs bin. Sagt mal kurz Bescheid, ob der Ton funktioniert. Bin mir da nicht so sicher, ob das gerade hier läuft oder nicht. Moin, grüßt euch. So, also. Ton geht, Ton da, wunderbar. Ja, ihr seht, ich bin ja nicht gerade hier in einem idealen Umfeld. Ich habe gestern Nachmittag den Anruf bekommen, dass jetzt die Zeit gekommen ist, mich von einer Verwandten zu verabschieden. Trauriges Thema, viel zu jung, 58 Jahre alt und sehr schwer an Krebs erkrankt. Der Kampf ist jetzt leider verloren. Die Ärzte haben gestern also mitgeteilt, dass das Ganze jetzt nicht mehr, dass es sich jetzt nur noch um Tage handelt. Und das ist jetzt der dritte Mensch, den ich quasi aus diesem Leben begleiten darf. Für mich ist vor allen Dingen jetzt wichtig, heute und morgen meiner Familie, also meiner Frau, zur Seite zu stehen. Die Schwester der Schwiegermutter verabschiedet sich und wird für meine 9-jährige Tochter, glaube ich, auch nicht so einfach sein. Jetzt kommt die Putzfrau gleich durch, ja, wie das so ist. Weil Familie eben immer first ist, bin ich gestern Nacht noch nach Boston gefahren und war dann irgendwie so um 1 Uhr morgens hier. Und jetzt ist also die nächsten 2-3 Tage erstmal Abschied nehmen angesagt und Hospiz finden. Und schon sehr makaber, wenn man mit einem Menschen darüber redet, wo er beerdigt sein möchte und welche Bilder er in der Beerdigung sehen will, wenn sie noch bei ihrem vollen Bewusstsein ist. Das ist eine harte Nummer. Das muss man wirklich sagen. Und es ist auch vor allen Dingen mal eine Erinnerung daran, was wirklich wichtig ist in unser aller Leben. Wenn ich also heute nicht so ganz besonders gut drauf bin, wundert euch nicht. Mir ist es trotzdem wichtig, für euch da zu sein. Deshalb werde ich das jetzt trotzdem heute Morgen nochmal machen. Und dann geht es danach mit der Familie auch direkt ins Krankenhaus. Lasst uns also über den Markt reden. Wir haben heute Nvidia 6% oder 8% im Plus. Wir haben Cisco fast 7% im Minus. Das hängt sehr stark natürlich mit den Ergebnissen zusammen. Nvidia, fantastische Zahlen. Und man muss sagen, dass obwohl die Aktie schon sehr, sehr gut gelaufen ist, und das ist so ein bisschen das Dauerdilemma, ist ein schönes Dilemma zu haben, muss man sagen, ne, weil die Aktie kontinuierlich steigt. Die Aktie konnte seit Jahresauftakt über 120% zulegen, mit der Rallye heute fast 130%, 122% im letzten Jahr, fast 80% im Jahr 2019. Also das Ding ist ein Burner seit Jahren und dementsprechend ist die Bewertung von Nvidia auch seit Jahren ausgesprochen hoch. Wir haben ein Kursgewinnverhältnis von über 60. Aber das Wachstum stimmt und das Wachstum untermauert diese Kurssteigerung. Das konnten wir gestern auch sehen. Der Umsatz, wenn man sich mal die ganzen Steigerungsraten anschaut, durchweg ausgesprochen bullisch. Ne? Der Umsatz plus 50% seit Jahresauftakt, 71 Milliarden. Also deutlich oder 7,1 Milliarden, vielmehr 6,8 Milliarden wurden erwartet. Der Umsatz im Bereich der Datenzentren 55% im Plus, höher als erwartet. Die Gaming-Umsätze höher als erwartet. Und vor allen Dingen der Ertrag pro Aktie auch beeindruckend. 60% Sprung im Vergleich zum Vorjahr und auch besser als erwartet. Was bei Nvidia dazukommt, sind die Aussichten, die angehoben wurden. Man geht jetzt davon aus, dass im laufenden Quartal eine halbe Milliarde Dollar mehr Umsatz generiert wird, als man bisher erwartet hatte. Das ist also durchweg positiv und dementsprechend sind auch die Analystenkommentare Cowen und Company ein robuster Beat und abgesehen davon werden die Aussichten angehoben. Die Qualität der Aussichten sind ausgesprochen positiv und man glaubt, dass das sehr langfristige Wachstum bis ins Jahr 2027 hinein ausgesprochen robust ausfallen wird. Das ganze Thema Metaverse, das ganze Thema AI, da sitzt Nvidia letztendlich gesehen vorne am Lenkrad. Und von daher also von Cowen & Company trotz der hohen Bewertung sehr, sehr positive Kommentare. Ich gehe ganz kurz hier nochmal durch, wer sich ansonsten noch gemeldet hat zu Nvidia. Wen haben wir sonst noch? Na, machen wir direkt weiter. Kommen wir mal zu der Schattenseite Cisco Systems. Ich finde die Kursreaktion bei Cisco ein bisschen übertrieben. Und ich werde heute Morgen mal eine Position etablieren. Ich bin noch nicht in Cisco investiert aktuell.
wenn man sich mal anschaut, wo das Problem liegt von Cisco, dann hat das nichts mit der Nachfrage zu tun. Das Problem bei Cisco ist getrieben durch Angebotsengpässe. Und schauen wir uns also mal die Zahlen an. Das Quartal war im Prinzip okay. Die Aussichten sind ein bisschen schlechter, als man erwartet hatte. Der Umsatz lag also jetzt im ersten Quartal, das gerade jetzt gemeldet wurde, mehr oder weniger im Rahmen der Erwartungen. Und der Gewinn pro Aktie lag 1 Cent besser als erwartet. Was ganz interessant ist, ist das Orderwachstum, also das Wachstum an Ordereingängen, plus 33%. Das ist ein sehr gutes Zeichen, vor allen Dingen langfristig gesehen für Cisco. Und der Belastungsfaktor heute, und das zieht die Aktie runter vorbörslich, sind die Aussichten für das jetzt angebrochene zweite Quartal. Und zwar soll der Umsatz gemessen am Mittelwert so etwa 5-6% steigen. Das sind 200 Basispunkte weniger, als die Wall Street erwartet hatte. Und auch die Bruttomargen werden etwas niedriger ausfallen, als die Wall Street angepeilt hatte. Nichtsdestotrotz wird der Gewinn pro Aktie nur 1 Cent niedriger ausfallen, als die Wall Street erwartet hat. Und JMP Securities, das sind jetzt nicht die größten an der Wall Street, die bleiben bei Cisco nur bei halten. Moderates Upside bei dem Ertrag pro Aktie im ersten Quartal. Der Umsatz war allerdings ein Touch unter den Erwartungen und die Aussichten für das jetzt laufende Fiskaljahr sind leicht drunter. Das Orderwachstum hat sich beschleunigt im Vergleich zum vorhergehenden Quartal auch. Das ist eigentlich ein ganz gutes Zeichen. Aber trotzdem, man bleibt hier zumindest bei diesem Brokerhaus am sicheren Hafen. Ich finde die Aussagen des Managements in dem Conference Call eigentlich besonders interessant. Denn nochmal, das Wachstum ist ja da. Die Nachfrage scheint da zu sein, aber man konnte die Nachfrage nicht wirklich bedienen aufgrund der Lieferengpässe. So, und jetzt muss man sich die Aussagen mal der CEOs anschauen nachbörslich. Und hier wurde also gesagt, fangen wir mal an, wir haben gegen Ende des Quartals, des abgelaufenen Quartals, eine Stabilisierung der Lieferketten gesehen. Und diese Stabilisierung dürfte sich im Januarquartal fortsetzen mit einer merklichen Verbesserung im Februar. Die Visibilität, was die Verfügbarkeit von Komponenten betrifft, von den Lieferanten quasi, hat sich stabilisiert. Und auch die Anzahl der Lieferanten, der Cisco-Lieferanten, die quasi Aufträge zurückziehen mussten, weil sie sie nicht bedienen konnten, auch da kommt jetzt ein bisschen mehr Visibilität rein. Deshalb würde ich mal diesen Kursrücksetzer von 6% eher als Gelegenheit nutzen, sich hier etwas langfristiger zu positionieren. Wells Fargo übrigens stuft die Aktie auf, überdurchschnittlicher Performer mit einem Kursziel von 70 Dollar. Man sagt also, dass dieser 6% Kursrückgang eine Kaufgelegenheit ist, weil unterm Strich die Ergebnisse eben doch recht positiv ausgefallen sind und die Guidance, die das Management gibt, sind ein bisschen zu konservativ, meint man jedenfalls bei Wells Fargo. Von daher also hier eine eher positive Meinung. Also damit haben wir Nvidia mal durch und Cisco auch. Und die wirkliche Story ansonsten ist heute der gesamte Einzelhandel. Wir haben Kohl's und wir haben Macy's, zwei große Kaufhauskonzerne, deutlich auf der Gewinnerseite. Und das hat vor allem damit zu tun, dass beide nicht das Problem hatten, das Walmart und Target hatte. Kohl's und Macy's melden beide sehr robuste Margen. Die Bruttomargen bei Kohl's sind bei fast 40%. Die Wall Street hatte mit 37% gerechnet, das ist sogar besser als erwartet. Die Aktie 7% im Plus und Macy's auch bei den Bruttomargen 41%. Das sind 100 Basispunkte höher, als man erwartet hatte. Also wirklich gut und dazu kommen jetzt eben noch der Ertrag pro Aktie bei beiden Häusern. Mega, unglaublich feste Zahlen. Kohl's meldet einen Gewinn von 1,65 Dollar. Erwartet wurden gerade mal 70 Cent.
Und bei Macy's genau das Gleiche. Da wurden die Schätzungen wirklich aus dem Wasser geblasen. 32 Cent Gewinn wurden erwartet, 1,23 sind es geworden. Also da sehen wir einmal mehr, dass obwohl das Verbrauchervertrauen leidet in den USA durch die Inflationsdaten, dass trotzdem die Konsumlaune an den Kassen im Einzelhandel nach wie vor ausgesprochen robust sind. Die beiden Werte werden also heute mit zu den Gewinnern gehören. Jetzt will ich mir ganz kurz nochmal anschauen, was die chinesischen Tech-Werte betrifft. Da geht nämlich die Spannung sehr weit auseinander. Wir haben auf der einen Seite eine Alibaba 6% im Minus und eine JD.com etwa 3,5-4% im Plus. Und die Ergebnisse dort sind wirklich sehr unterschiedlich ausgefallen. JD konnte sehr robuste Zahlen melden, Umsatzsprung von 25%. Das ist besser als erwartet. Und der Ertrag pro Aktie liegt fast 55% über den Zielen der Wall Street. Das ist wirklich beachtlich, wenn man bedenkt, wie doch verhalten und okay bis enttäuschend die meisten Ergebnisse aus China bisher ausgefallen sind. Und dementsprechend ist die Aktie im Plus. Bei Alibaba, da gab es wirklich viele Haken und Ösen an den Ergebnissen. Der Gewinn pro Aktie lag bei nur 11,20, geschätzt wurden 12,73. Das Management senkt auch die Wachstumsprognosen für das Fiskaljahr 22. Der Umsatz soll um 20-23% wachsen. Die Wall Street hatte mit 27% gerechnet. Und jetzt kommt noch eine Komponente hinzu. Der Gewinn pro Aktie verfehlt die Schätzungen, obwohl das Management über 5 Milliarden Dollar an Aktien im abgelaufenen Quartal zurückgekauft hat. Das heißt, die Gewinnschätzungen wären ohne die Aktienrückkäufe noch deutlich stärker verfehlt worden. Und dementsprechend wird das quittiert mit ziemlich schwachen Kursen bei Alibaba. So, jetzt ganz kurz nochmal zum Big Picture. Wir sehen weiter Zeichen, dass sich die Lieferketten entspannen. Wir sehen das bei den Meldungen von Cisco Systems. Wir sehen das bei Meldungen von Honda. Genauso wie bei Toyota werden bei Honda auch ab Dezember alle Fabriken in Japan wieder auf vollen Touren laufen. Das ist also auch ein ganz gutes Zeichen. Und jetzt muss man vor allen Dingen mal die ganzen Covid-Meldungen im Auge behalten. Südkorea zum Beispiel sieht gerade den größten Anstieg an Covid-Fällen seit Beginn der Pandemie. Das ist also ein ziemlich starker Anstieg. Südkorea ist ein großer Produzent. Wenn da Fabriken wieder stillgelegt werden müssen, kann das Folgen haben. Und in Vietnam, das ist bei Vietnam, muss ich sagen, tja, da liegt es vielleicht auch an der Politik. In Ho Chi Minh City, ne, Zentrum der Wirtschaft quasi von Vietnam, hat man gerade vor 2 Tagen die Bars alle eröffnet und die Karaoke-Establishments und alles, was so dazugehört. Und jetzt sind die schon wieder dicht gemacht worden aufgrund von Bedenken des Virus. Da hätte man im Prinzip auch gleich zulassen können, wegen den 2 Tagen. Tatsache ist jedenfalls, dass man das so ein bisschen mit im Auge behalten muss. Ganz kurz noch zu den anderen Themen, die uns heute bewegen werden. Wir haben einmal aus Japan ein sehr großes Wirtschaftspaket. Ich hatte diese Woche schon mal darüber gesprochen. Das Wirtschaftspaket dürfte in den nächsten 24 Stunden gemeldet werden und dürfte fast 500 Milliarden Dollar betragen. Das ist natürlich bullisch, obgleich man sagen muss, Japan ist so ein wunderbares Beispiel dafür, wie hohe Staatsausgaben, monetarisiert durch die Zentralbank, eben doch nicht dauerhaft das Wachstum ankurbelt. Das ist also so ein bisschen, ob der Effekt wirklich so positiv ist, wie der Markt denkt, wage ich mal so dahinzustellen. Aber nichtsdestotrotz ist es erstmal eine gute Nachricht und gut für den japanischen Markt. Und hier warten wir in den USA immer noch auf die Bestätigung von Jerome Powell als Chef der Notenbank. Das wird kommen. Man geht davon aus, eigentlich hatte ja Biden signalisiert, dass das in dieser Woche noch kommt. Jetzt heißt es aus dem Weißen Haus vor Thanksgiving, also vor nächster Woche Donnerstag, Mittwoch, Donnerstag. Das wird also kommen und ich gehe nach wie vor sehr stark davon aus, dass hier Jerome Powell im Amt bestätigt wird. Ganz kurz zu den Energiemärkten. Auch das war diese Woche ein Thema bei uns in der Opening Bell. Wir haben also ein koordiniertes Vorgehen der großen Ölkäufer in dieser Welt, um den Ölpreis runterzukriegen. In der Tat ist Öl jetzt seit dem Hoch in dieser Woche um etwa 4-6% gesunken. Hier geht es also bergab. Und es gibt diverse Presseberichte, die signalisieren, dass Joe Biden, wie gesagt, koordiniert mit Indien, mit Japan, mit China versucht, den Ölpreis runterzukriegen. Und Biden soll diese Staaten gefragt haben, die strategischen Ölreserven freizugeben. Ob die das alle machen, wissen wir nicht. Japan zum Beispiel darf rein auf Gesetzesbasis
die strategischen Ölreserven nicht freigeben, um den Ölpreis runterzukriegen. Das ist eigentlich gegen das Gesetz. China signalisiert hingegen tatsächlich, dass man jetzt strategische Reserven freigibt. So, last but not least noch ein Wort zu Boeing. Die Aktie hatte ich gestern weiter aufgestockt und wir haben heute wieder positive Analystenkommentare zu Boeing, und zwar dieses Mal von JP Morgan. JP Morgan stuft die Aktie auf. Ich muss mir gerade mal raussuchen, wo ich den Kommentar hier habe. So, da haben wir auch, Sekunde. Ah, wo ist er denn, wenn man sucht? Hier, Boeing, JP Morgan auf Übergewichten, Kursziel $275. Wir waren sehr vorsichtig bei Boeing das gesamte Jahr lang. Und Boeing ist, was die Nachrichtenlage betrifft, noch nicht wirklich aus dem Wald. Wie dem auch sei, ist der Weg aus dem Wald geebnet. Und die Zertifizierung der 737 MAX von China ist jetzt in greifbare Nähe gerückt, und das dürfte einer der Katalysatoren sein, die die Aktie anfachen dürfte. Und von daher also bleibt man hier positiv gestimmt oder, wie gesagt, stuft die Aktie auf. So, ich mache es jetzt mal kurz, bin jetzt durch und, wie gesagt, heute mal ein bisschen improvisiert. Ich weiß, das Licht passt nicht, die Musik spielt im Hintergrund. Es ist alles nicht ideal, aber nochmal, jetzt ist wirklich angebracht, vor allen Dingen für meine Verwandte da zu sein, für die Familie da zu sein. Und ich bin morgen auch noch unterwegs, werde das dann wahrscheinlich aus dem Zimmer machen, ohne Hintergrundmusik und bei besserer Beleuchtung. Wünsche euch noch einen guten Tag und wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.